Hallo. Ihr so, Sieht aus wie eine ganz normale Ausgabe von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, ist es aber nicht, ist eine Jubiläumsausgabe zum 75. Geburtstag des ersten FC Köln. Heute, also sprich, wenn diese Folge online geht, dann ist der Geburtstag, ein großer deutscher Traditionsverein. Es gibt ältere Vereine, aber es gibt wenig größere Vereine in Deutschland und er gehört zu den ganz, ganz besonderen Vereinen. Deswegen ist der Schreibtisch so voll wie ganz, ganz selten. Hier liegt allerhand Spürkes rum, der zum Einsatz kommen wird in der nächsten wahrscheinlich knappen halben Stunde dieses kleinen Fachmagazins. Bundesliga ohne den ersten FC Köln, das wäre wie? Gibt's nicht. Das wäre wie Wurst ohne Senf. Ja, es gibt bislang wenige Personen oder Vereine, die die Ehre von uns erwiesen bekamen, dass wir eine Sondersendung gemacht haben. Der FC gehört jetzt also in diese ehrenvolle Liste. Und wir wollen einfach mal quer durch die guten und schlechten Zeiten des Vereins gucken und gucken, warum der FC so emotionalisiert, warum er uns alle so mitnimmt, selbst die Nicht-FC-Fans so mitnimmt. Und wir schauen einfach mal in die Geschichte und schauen, wie damals 1948 alles losging. Die Geschichte des ersten FC Köln beginnt in den Trümmern der Stadt. Alle waren mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Da fand sich zur Karnevalszeit ebenfalls an einem Freitag, dem 13., diese kleine Notiz. Zwei Vorstadtclubs fusionierten zum ersten FC Köln. Für den Gründer und ersten Präsidenten Franz Krämer war der Name seines Vereins Programm. Unterstrichen nur 48 Stunden später mit einem 8:2 im Lokalderby gegen Nippes 12. Zwei Jahre später kam ein weiterer Name hinzu. Ein Zirkusdirektor schenkte dem FC natürlich zur Karnevalszeit den ersten Geißbock und der Verein hatte sein Maskottchen. Sein Name Hennes, nach dem damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler. Der erste FC Köln hat in den letzten Jahren 5 Anläufe unternommen, um ins Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft zu gelangen. Und hier sind sie schon wieder auf der Rückfahrt. 3:2 im Endspiel verloren und trotzdem wird gefeiert. Karl-Heinz Thielen ist gerade 20 Jahre alt. So was hätte der deutsche Fußball noch nicht erlebt. Man habe einen solchen Verlierer noch nicht gesehen. Staunen hinterher die siegreichen Hamburger und was sie schon gar nicht mehr erleben, in Köln geht es erst so richtig ab. Karneval im Mai. 2 Jahre später, Trainingslager in Berlin. Köln ist wieder im Endspiel. Schon 5 Tage vorher gewöhnt man sich an die Berliner Luft. Schnellinger im Liegestuhl, Karl-Heinz Thielen auf Paddeltour. Es ist der 12. Mai 1962. Als Kölner sitzt man entweder im Berliner Olympiastadion oder man sitzt in der Kölschkneipe vor dem Fernseher oder als dritte Möglichkeit zu Hause mit einem WDR-Reporter. Tja, Frau Sturm, das große Spiel läuft jetzt in Berlin. Ihr Mann ist dabei und Sie sind hier in Köln zurückgeblieben. Übrigens als einzige von den FC-Fußballfrauen und Bräuten. Warum eigentlich? Weil ich sehr abergläubisch bin. Abergläubisch? Und was sagt Ihr Mann dazu? Den muss ich damit abfinden. Hansi Sturm muss sich noch mit ganz anderen Sachen abfinden bzw. wieder zu sich finden. Aber auf der rechten Seite flitzt wie aufgezogen Karl-Heinz Thielen. Thielen. Wunderbar gemacht. Wunderbar fallen nach und nach die Tore. 1:0 Hans Schäfer, 2:0 Ernst-Günther Habich. Dann das 3:0 nochmal dieser Habich und 4:0 durch den Verteidiger Fritz Pott. Eine echte Seltenheit. 4:0 gegen den noch amtierenden Meister Nürnberg. Das hat keiner erwartet. Die Kölner Mannschaft wie in einem Spielrausch. Das Spiel ist aus. Neuer deutscher Fußballmeister. Sie haben es geschafft, der Auftrag ist erfüllt. Die Fans sind begeistert, wer einen von den Helden erwischt, trägt ihn einfach vom Platz. Hier trifft es rechts außen Thielen und das ist ihm gar nicht so geheuer. Oder er will nur pünktlich zur Siegerehrung. Ein straffer Zeitplan. Und wann wird Ihr Mann wieder zurück sein bei Ihnen? Morgen Mittag um 12:30 werden wir sie am Flughafen dann abholen. Im Flugzeug selbst sind die Nationalspieler in Gedanken schon weiter. Am nächsten Tag sollen sie zur Weltmeisterschaft nach Chile starten. Ja, das ist ein sehr schweres Problem für mich. Im Moment ist es so, dass ich am Montag meine Tankstelle übernehmen soll und ich gleichzeitig die Chance bekommen soll, mit nach Chile zu fahren. Denn der Beruf ist ja nun eine Sache, der für das ganze Leben nun wichtig ist. In Köln angekommen zeigen ihm die Fans, was wirklich wichtig ist. Begeisterung für die Meisterschaft ohne Wenn und Aber. Ja. Die Bundesliga kam also 1963-64, das ist ein Album des ersten Jahres und da werden die Highlights der Saison nachgezeichnet und wir sehen hier gleich ganz vorne der erste deutsche Fußballmeister. Das war
die Nerds unter den Fußballfans, die sich viel mit der Bundesliga beschäftigen werden, das wissen, der 1. FC Köln, der die erste Saison gewann. Und zwar aus gutem Grund, denn wir haben eben schon Franz Kremer gesehen, den großen, großen Vereinspatriarchen, der dafür gesorgt hat, dass der 1. FC Köln auch Pionier war bei den Vereinen, bei denen es Berufsfußballer gab. Mit der Bundesliga kommt auch der Profifußball. Der Lizenzspieler darf zwischen 250 und 500 Mark Grundgehalt verdienen, plus Prämien insgesamt 1200 Mark brutto. Trotzdem hat jeder noch seinen Job, mit dem er sein eigentliches Gehalt verdient. Von den 305 Bundesligaspielern ist am Anfang nur jeder Zehnte ein Profi. Die Zeit des großen Geldes nimmt langsam seinen Lauf. Schneller geht es bei erfolgreichen Vereinen wie dem 1. FC Köln. Nicht nur die Wimpel- und Würstchenverkäufer machen gut Kasse. Der Verein verdient schon in der ersten Saison fast doppelt so viel wie erwartet. 2 Millionen Mark. Die Kölner sind Favoriten und werden in der Hinrunde ihrer Rolle gerecht. Thielen erschießt einen Gegner schon mal im Alleingang. Gegen den Kölner Sturm ist einfach kein Gras gewachsen. Schon 3 Wochen vor dem Saisonende, natürlich im Spiel gegen Dortmund, steht fest, der deutsche Meister der ersten Bundesliga heißt 1. FC Köln. Am 9. Mai 1964 gibt es noch das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart. Aber dies ist kein Endspiel, keine Atmosphäre eines Endspiels und die Kölner wenig meisterlich. Denn in den ersten 45 Minuten boten die Kölner eine Leistung, die nicht einmal einen Abglanz von meisterwürdigem Spiel darstellte. Am Ende gewinnen die Kölner mit Glück noch 2:1. Nur einer hatte trotzdem Pech. Bei diesem Duell verletzte sich Thielen, der Rechtsaußen der Kölner, und musste vom Platz getragen werden. Er kam nicht mehr wieder. Schade für Thielen, denn nun geht die Party in Köln erst richtig los. Kapitän Schäfer staubt gerade noch die Meisterschale ab. Da feiern die Fans schon am extra eingerichteten Bierbrunnen. So nennt der Verein diese gigantische Ansammlung von Kölschfässern. Erstmal muss man allerdings ein Glas kaufen. Das ist neu. Die Bundesliga ist eben ein Geschäft. Darum gibt es auch eine große Feier mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft und die bleiben unter sich. Die Fans feiern draußen auf der Wiese. Auch die Presse muss draußen bleiben und die Spielerfrauen kommen abseits an einen Extratisch. Abseits die Frauen der Spieler. Sie sind es gewöhnt. Die Helden selber schlagen noch einmal richtig zu, als würden sie schon ahnen, dass mit dieser Meisterschaft ihre große Zeit erstmal vorüber ist. Ja. Es ist ganz, ganz schwer beim FC alles zu nennen, was wichtig war, vor allem alle Persönlichkeiten zu nennen, das geht gar nicht. Aber wir wollen stellvertretend zum Beispiel Hans Schäfer nennen, den großen Star der späten 50er und frühen 60er Jahre beim FC, der die Bundesliga noch miterlebt hat. Und in der Bundesliga schon dabei war Wolfgang Overath. Blutjung am Anfang und dann eine prägende Figur in den 60ern und 70er Jahren. Und in denen stieg der FC, man kann, glaube ich, sagen, zur dritten Kraft in Deutschland auf. Wenn man über die 70er Jahre in der Bundesliga redet, dann redet man immer von Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Aber der 1. FC Köln war eigentlich der dritte im Bunde. Ein Star von damals erinnert sich, wie es war. Wir waren jedes Jahr im Europapokal drin. Und letztendlich war damals eigentlich die Pflicht für die Spieler des 1. FC Köln immer einen Platz im UEFA-Pokal oder Europapokal zu erreichen. Die Situation sieht heute alles ein bisschen anders aus, aber bei uns wurden eben die Ziele, die erreicht werden sollten, dementsprechend auch an die Qualität der Mannschaft angepasst. In 2 Jahren holt der FC 3 Titel. Er startet mit einem Pokalsieg gegen Hertha BSC 1977. In Hannover trifft Dieter Müller zum 1:0-Sieg. Hennes Weisweiler führte den FC 1977 zum Pokalsieg und ein Jahr später sogar zum Double. Das Double-Jahr, das beste Jahr, das der FC jemals hatte. Das Pokalfinale bringt einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Beim FC St. Pauli gelingt am letzten Spieltag die deutsche Meisterschaft. Und der FC ist ganz oben. Heute Mittag Rathausplatz in Köln, etwa 12.000 bis 15.000 Menschen bei herrlichem Wetter, riesige Begeisterung. Karikaturen, Hennes Weisweiler, der Geißbock, das Emblem des 1. FC und die vielleicht ein wenig zu knapp bemessenen Ordnungskräfte der Polizei werden der Massen nicht mehr Herr, die die Absperrung durchbrechen und schließlich bis auf den Rathausbalkon vordringen. Begeisterung, die alle Grenzen sprengte. Das war etwa um 15 Uhr. Dann gegen 16 Uhr kommt der Bus mit der Mannschaft vom Flughafen in Düsseldorf. Die Begeisterung auf dem Höhepunkt. Heinz Flohe, der Mannschaftskapitän mit dem schon errungenen Pokal. Gleich wird er dann die Meisterschale in Empfang nehmen können. Dahinter Trainer Weisweiler und all die anderen, die am Gewinn dieses dritten deutschen Meistertitels für den 1. FC Köln beteiligt sind.
fast Spießruten laufen für Spieler und Begleiter des 1. FC Köln. Und als sich dann die Spieler, der Vorstand und Trainer Weisweiler auf dem Balkon des Rathauses zeigen, nachdem sie von einem Vertreter des DFB die Meisterschale überreicht bekommen hatten, noch einmal Höhepunkt des Jubels, Heinz Flohe, Harald Schumacher, der Torwart, zeigen die Schale den Fans, den inzwischen vielleicht 15.000 auf dem Platz vor dem Rathaus. Zum Abschluss dann, nach einem kurzen Empfang und einer Feier im Kölner Rathaus, eine Triumphfahrt im offenen Wagen durch die Stadt bis zum Clubheim. Hennes Weisweiler, der Trainer, Präsident Weyand, Mannschaftskapitän Flohe. Und im Clubheim des 1. FC Köln wird zur Stunde mit Sicherheit noch bis spät in den Abend dieser Meistertitel gefeiert, wahrscheinlich begossen werden. Ich habe eben Bücher über Hans Schäfer und Wolfgang Overath gezeigt. Über den FC wurden viele Bücher geschrieben. Dies hier ist das neueste und vielleicht auch beste, eine große FC-Chronik von Dirk Unschuld und Friedrich Glatz. Und da stehen Dinge drin, die wir gerade schon gesehen haben, viele, viele Erfolgsgeschichten, aber eben nicht nur, weil irgendwann war es dann vorbei mit dem Titelhamstern und mit der unbeschwerten Zeit beim FC. Es kamen Turbulenzen dazu. Es kam auch noch ein UEFA-Cup-Finale gegen Real Madrid, bis heute eins der internationalen Vereins-Highlights. Dann trat Christoph Daum in unser aller Leben und machte den FC wieder zu einer Spitzenmannschaft, die um den Bundesliga-Titel mitspielt, auch wenn sie dann nicht gewonnen hat. Dann wurde der FC nochmal Vizepokalsieger und dann waren irgendwann die Hässler-Millionen da und auch irgendwann wieder weg und der FC zerbröckelte vorerst und die Fans wurden kritischer. Ja, ich kann nichts mehr sagen. Ich bin sprachlos über der FC. Wir sind alle sprachlos. Wir wissen es nicht. Es ist unbegreiflich sogar. Denn wenn ich hier 27 Profispieler habe und keiner ist was davon. Denken Sie mal. Denken Sie jetzt. Also verzeihen Sie mal nichts, ich bin länger beim FC wie Sie. Die ganze Infrastruktur. Und der in die Falle. Verzeihen Sie mal nichts. Das ganze Management klappt auch heute noch nicht. Der in die Falle. Wenn Sie Ahnung vom Management haben, dann müssen Sie mir zugestehen. Sie sollen jetzt anders denken. Ja, wie soll ich dann denke. Was läuft dann hier aus die Handwerker vor 30 gespielt Jahren. Haben. Hören Sie mal auf mit dem heutigen Quatsch, was vor 30 Jahren. Nee, Sie sind Quatsch. Das ist doch Schnee von gestern. Die beiden stehen da immer noch und streiten. Sie sind Quatsch, ist wirklich einer meiner Lieblingssätze schon jetzt in dieser Sondersendung. Es ging dann irgendwie schrittweise immer weiter bergab und dann irgendwann hat es den FC auch ganz erwischt. Momentan bin ich sehr traurig, sehr enttäuscht und sehr leer, muss ich sagen. So ein niemals geht man so ganz. Irgendwas von mir bleibt hier. Es hat seinen Platz immer bei dir. Bis 1998 war der FC immer Gründungsmitglied und der erste deutsche Meister der Bundesliga und eine der ganz, ganz großen Mannschaften, die immer erstklassig waren. Und ab da plötzlich nicht mehr. Und wie sich das aber für echte Fans gehört und für Menschen, die einen Verein wirklich ganz doll lieb haben, haben Wolfgang Niedecken und Stefan Raab genau in dieser Zeit, nämlich in der zweiten Liga, ihre FC-Hymne aufgenommen. Wolfgang Niedecken will sich partout nicht damit abfinden, dass sein Verein, der 1. FC Köln, erstmals nur in der zweiten Liga kicken darf. Deshalb gibt's jetzt musikalischen Beistand. Ist egal, welche Entwicklungshilfe das ist. Wie muss dem FC geholfen werden. Wir tun unseren Teil dazu bei. Und vielleicht hilft's ja irgendwas. Unterstützung gibt's auch vom spaßigen Stefan Raab. Und eigentlich sollte auch Gildo Horn beim Dreh zum Videoclip für den kölschen Song FC Jefjas mitmachen. Aber der liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Deshalb gab's nur eine schlechte Kopie vom Meister. Also wir sehen uns ja so ein bisschen wie die drei Tenöre. Ja? Also Wolfgang, Gildo und ich. Ein recht unbescheidener Vergleich. Und was sagt Trainer Bernd Schuster zu der Hilfsaktion? Ja gut, also die Tore machen sie uns deswegen auch nicht. Aber in so einer Situation greift man bekanntermaßen zu allen möglichen Mitteln. Eine der großen Fußballwahrheiten ist, wenn man einem Verein die Treue hält, wenn es gerade runtergeht, dann darf man auch dabei sein, wenn es wieder hochgeht. Und deswegen gab es als Belohnung einen Auftritt mit diesem Song irgendwann auch wieder in der ersten Liga vor der Südkurve. Wir wollen wieder,
Das war quasi der Einstieg ins neue und ins aktuelle Jahrtausend. Das Jahrtausend begann aber anstrengend für den FC, denn der FC wurde zu einer Fahrstuhlmannschaft. Es ging auf und ab und es schien immer auf und ab zu gehen. Es gab irgendwie keine Rettung aus dieser Spirale, aber dann irgendwann doch. Denn dann kam er, Stöcksi Stöger. Name? Peter Stöger. Spitzname? Stöcksi. Erlernter Beruf? Einzelhandelskaufmann. Er kam vor 10 Jahren und er führte den FC wieder in stabilere Zeiten, unter anderem dann auch 2017 in den Europapokal. Wir werden heute einen netten Abend haben und nächstes Jahr viel zu tun. Dankeschön. Keine Fragen. Okay. Ja! Ja, das waren großartige Zeiten. Der FC schien wieder da zu sein, aber der FC wäre nicht der FC, wenn es dann nicht ganz schnell auch wieder in die andere Richtung gegangen wäre. Abstieg 2018. Dann der direkte Wiederaufstieg und dann fast der direkte Wiederabstieg. Aber Friedhelm Funkel kam und schaffte das Wunder von Kiel in der Relegation. Und damit sind wir so ein bisschen in der Gegenwart angekommen. Und ich könnte jetzt sagen, das Auf und Ab hat jetzt ein Ende. Denn jetzt ist Steffen Baumgart da. Der FC hat uns aber gelehrt, dass man sich nie zu sicher sein darf. Also es sieht im Moment sehr gut aus. Und ich wünsche dem FC, dass die grauen Zeiten wirklich auf Sicht, wenn nicht gar für immer, vorbei sind. Auf jeden Fall haben sie jetzt einen Trainer auf der Kommandobrücke, der alles tut, damit der FC was Besonderes bleibt und auch besonders erfolgreich bleibt. Er ist ein besonderer Typ. Leute, wir machen den Ball! Jetzt geh! Ja, und spiel doch den Ball drauf! Komm, Sepp, geh da! Endlich! Willst du da? Komm hoch mit deinem Arsch, das Mal und so rum! Fährt deine scheiß Haare nochmal! Zum Ball, zum Ball, zum Ball! Gehst du heuer! Komm, 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 Louis! Geh da! Kardiologen werden sich Sorgen um Steffen Baumgart gemacht haben. Es gab aber auch einen speziellen FC-Fan, der hat sich nicht Sorgen um den Trainer gemacht, sondern um den Hund. Trainer, der Arndt hat sich Sorgen gemacht. Und zwar nicht um dein Herz, sondern um den Hund. Für eine Sekunde hat er gedacht, du machst den Hund platt und schmeißt dich einfach auf den drauf. Keine Sorge, Trainer, war alles in Ordnung, auch wenn der Hund dich mal von hinten anspringt. Eigentlich sollte ich dir jetzt Tipps geben. Der Arndt hat gesagt, Junge, du bist der Hundeprofi, du musst dem Trainer helfen. Nix da. Einfach weitermachen, der Hund hält das schon aus. Und übrigens, Trainer, wenn wir international spielen, und davon gehe ich aus, ich bin für dich da. Das ist gut zu wissen. Und auch ansonsten hat er viele Freunde in der Liga, viele Menschen, die ihn sehr, sehr mögen und auch Menschen, die ihn einzuschätzen wissen und auch die spezielle Rolle, die er am Spielfeldrand manchmal spielt. Steffen Baumgart und ich mit der Energie und auch an der Seitenlinie auf dem Platz, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin ja wie ruhig gestellt im Gegensatz zu ihm. Wenn ich die Meter machen würde und so hinstehen würde wie er manchmal, wie so ein Sumo-Ringer, dann würde ich ja, das würde ja meine Kniegelenke gar nicht aushalten. Ja, seine hingegen schon. Ja. Immer wenn man denkt, der FC ist nun gerade so im Mittelfeld und jetzt haben wir mal eine ruhigere Saison, dann gibt es trotzdem immer wieder Typen und immer wieder Situationen, die Bilder liefern, die in Erinnerung bleiben. Es geht hoch und runter und im Moment gerade wieder hoch und das wünschen wir dem FC von Herzen. Und diese Sendung hier, also die normalen Sendungen, die gibt es seit 16 Jahren.
Und in dieser Zeit immer erstklassig war tatsächlich, waren nur ganz wenige, aber wer immer erstklassig war in diesen 16 Jahren, war die Social Media Abteilung des 1. FC Köln, die uns ganz besondere Geschichten näher bringt und ganz besondere Bilder liefert. Hier ist ein kleines Best-of. Jonas, wo tut's denn weh? Also die Kommunikation in der Kabine, die war schon merkwürdig. Auf geht's, Jungs, Game up, kommt! Die Preise wurzeln wieder im FC-Fanshop. Nur die Nummer 1 geht durch die Decke. Unser Timo Horn. Hallo Timo, wo bist du? Hier! Da habe ich schon wieder 0-0 gespielt. Ja, ich weiß, habe ich schon gelesen. Ja, danke. Da, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn der FC spielt, das ist natürlich super. Da kaufen wir die ganze. Die ganze Bude kaufen wir die leer. Das ist echt super. Muss ich schon sagen. Wohin? Einmal zum Flughafen, bitte. Okay. Wo fliegst du? Ich nach Frankreich. Du nach Frankreich? Niemals. Männer, es geht ums Karnevalstrikot. Und es geht immer ums Gleiche. Es muss passen, es muss geil sein. Und setzt die Kappen ab, das ist mein Markenzeichen. Leute, gibt's Ideen? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Köln vielleicht, Dom? Okay, Männer. Das ist bunt, das macht Spaß, das ist geil. Tag, Chef. Grüß dich, Michael. Oh la la, die Scheiße mit keiner Party die letztes Jahre. Fußball? Gucke ich eigentlich nur die WM. Lieber Arndt, Jeck. 500 Sendungen, das ist ganz schön viel. Respekt zu deiner Leistung. Lieber FC, lasst es mich abschließend so sagen. Man kann sich als Fußballverein viel Geld pumpen oder Geld sonst irgendwie beschaffen. Man kann mit sehr, sehr viel Geld sogar Erfolg kaufen, wenn man nicht gerade Hertha BSC ist. Aber ihr, lieber 1. FC Köln, ihr habt als großer deutscher Traditionsverein etwas, was man für kein Geld der Welt kaufen kann. Deshalb, es ist schön, dass es euch gibt. Alles Gute, lieber FC. Aber auch dieses Video könnte euch möglicherweise gefallen.